Hallöchen, Leute. Ich habe es im letzten Video schon angeteasert. Ich habe mal was gekauft und ihr seht es schon. Ein Mini-Funkmikrofon-Set mit Empfänger für Mobilgeräte mit USB-C-Anschluss. 2,4 GHz. Das sieht so aus. Hinten stehen ein paar Daten drauf. Funkmikrofon für Anschluss an USB-C-Buchse. Verbesserte Audioaufnahmen mit Ihrem Smartphone und Tablet-PC, aha. Tablet-PC. Aufnahmefrequenz 20 bis 20.000 Hertz. Sensibilität circa minus 35 Dezibel. Funkfrequenz 2,4 GHz. Reichweite 10 Meter. Mikrofon mit Klemme zum Befestigen an Kleidung, Rucksack und viel mehr. Stromversorgung, Sender, integrierter Lipo-Akku mit 50 mAh für bis zu 4 Stunden Laufzeit. Lädt per USB. Netzteil nicht vorhanden. Stromversorgung Empfänger per USB-C über Mobilgerät. Maße Sender sowieso bla 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 von Pearl hast du nicht gesehen. Ja, ich habe das Ding wieder vergünstigt bekommen. Und Originalpreis waren ca. 18 Euro. Angeblich runtergesetzt von 69 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe es noch günstiger gekriegt. Ich sage es auch so, wie es ist. Also auch selbst für die 17 Euro ist das Ding okay. Das wird dann so geliefert mit bisschen Papier. Konformitätserklärung Aufladen, einschalten, wie auch immer, hast du nicht gesehen. Ist egal. So. Papierkram brauche ich nicht. Also es wird ein Kabel zugeliefert. Es ist ein USB-C, nicht voll belegt, so wie es aussah. Doch das Kabel ist voll belegt. Das eigentliche Mikrofon, der Sender, der wird zum Aufladen. Funktioniert auch nur mit Aufladen. Also ich habe es schon ausprobiert. Mit Kabel dran funktioniert es nicht. Dann schaltet es ab. Funktioniert nur auf Akku. Der Empfänger, so ein kleines Teil, steht nicht viel drauf. Hier steht Pearl, hier ist von Kaltell oder sowas. Keine Ahnung, ist auch nichts weiter. Ich weiß nicht, ob da ein Mikrofon drin verbaut ist. Ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich kann es an meinem Handy leider nicht testen. Ich hole mir noch einen Adapter, dass ich das eventuell machen kann, weil dieser USB-C ist nicht voll belegt. Es sind nur ein paar Kontakte drin. Ich schätze mal, das geht dann auch, wenn ich den adaptiere von USB-C auf Micro-USB. Müsste hinhauen, aber am PC kann ich es nutzen. Und es funktioniert. Es funktioniert am PC. Es ist als Audiogerät, wird es erkannt. Und hat eine automatische Gain-Control, AGC, funktioniert nicht wirklich. Mikrofonverstärkung funktioniert auch nicht. Es ist relativ leise. In OBS kann ich mit einem Filter ein bisschen Verstärkung reinbringen. Oder ich mache nachher ein Normalisieren beim Audiorekorder oder so. Wie es am Handy ist, weiß ich nicht. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist diese Klammer. Diese Klammer ist nur in eine Richtung. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob man die abnehmen kann. Ich glaube nicht. Die ist fest. Jedenfalls ist das so. Keine Ahnung. Jedenfalls geht es nicht. Da ist ein Popschutz drauf. Da ist das Mikrofon dran. Es funktioniert. Und ich muss noch mal sagen, ich habe es ja schon getestet. Also 20 Kilohertz. Nein, 17,5 Kilohertz ist das absolute Maximum. Also mehr kommt da nicht. Es hat einen kleinen, ja, so ein Zwitschern oder was im Hintergrund drinne. Es ist nicht absolut still. Macht aber nichts. Mit Audio-Nachbearbeitung geht das am PC auf alle Fälle. Am Handy weiß ich es nicht, wenn ich diesen Adapter habe, den muss ich erst bestellen. Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der günstig genug ist,
Weil ich brauche nur eine USB-Buchse auf Micro-USB-Stecker und ich finde alles Mögliche und zu Preisen, also da schlackern mir die Ohren. Aber egal. Ich werde ihn nochmal suchen und dann mal ausprobieren. Werde ich einen Teil noch zeigen. Werde ich noch einen Teil danach machen. Aha, Handy. Werde ich nochmal einen Teil dazu nachbringen. Aber ihr wollt jetzt sicherlich einen Audiotest davon hören. Also, was soll ich sagen? Jetzt hört ihr mich über das Mikrofon und ich werde das jetzt hier nachvertonen. Das sieht man jetzt wahrscheinlich im Video auch. Also, es funktioniert wunderbar. Man kann es für Livestreams sehr gut nutzen. Die AGC ist manchmal ein bisschen nervig, die haut nicht ganz so hin. Ich habe das Video jetzt oder das Audio jetzt ein bisschen nachbearbeitet, damit das ein bisschen lauter ist, aber das passt von der Lautstärke her. Ich kann das jetzt nicht so direkt in diesem Video reinhauen, wie ich das gerne hätte. Aber wenn ich da den Adapter für das Handy habe, werde ich da nochmal den Teil nachsenden, ob das auch wirklich funktioniert am Handy mit einem Adapter auf Micro-USB. Sollte eigentlich gehen. Es funktioniert ja problemlos, kann man ja nicht meckern. Und für den Preis ist das echt top. 17, 18 Euro ist das. Also ich finde es top. Für den Preis ist das wirklich gut. Wie es nachher am Handy funktioniert, kann ich noch nicht sagen, werde ich dann im zweiten Teil machen. Und dann sehen wir uns da auch wieder. Also ich verlinke euch nochmal das Video mit dem Bluetooth-Adapter, weil dort habe ich das ganze Video mit diesem Mikrofon aufgenommen. Verlinke ich euch nochmal oben in die Ecke. Und dann danke ich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!